Wieso glaubst du denn, dass wirklich Probleme wälzen eine Lösung erzeugen? Ich glaube nicht, ich weiß. Okay, weißt du das? Was soll ich wissen? Okay, du machst den Nietzscheaner. Der nächste. Bitte einfach nur um Korrektheit. Meine Korrektheit ist der Unterschied zwischen Problem und Lösung vorhanden oder nicht? Das ist jetzt mein wichtiger Aspekt. Problem erkannt, Problem gebannt. Na toll, da hat uns der Darf Deutsch ich wieder Walter richtig Hägele bekackt. zitieren? Erkenntnis, nein, Erwachen ist Erkenntnis durch Handeln, mit Handeln. Oh, das ist eine leere Erkenntnis durch Handeln Metapher. oder mit Handeln? Oh Gott, Erkenntnis durch Handeln ist ja noch besser. Genau, Erwachen ist Erkenntnis durch Handeln, das ist jetzt mein Zitat. Eine leere Metapher, weil tun wir ja gerade. Handeln heißt in dem Fall Das eine war eine Information Lüge. tragen. Du bist ein Lügner. Hast du Wieso dich mal jetzt daran schon erinnert, wieder? dass du den ganzen Tag sehr viele Unwahrheiten preisgibst? Oh, jetzt haben wir den Madig-Mach-Film mit totaler Hingabe, weil ich jetzt Wolfgang Rettich beschmust habe, besudelt habe, weil Oh er ja, keine das hast du Lösung wirklich. gerade hat. Das hast du Weil er wirklich. einfach keine Lösung hat. Der kotzt mich an, der macht mich fertig. Nur kranke Scheiße hier. Alle wollen nur immer das Problem erörtern. Das Ja, was ist denn das Erstaunliches. Problem? Die Probleme sind wir selbst im schlimmsten Falle. Wir selbst, weil die Dann lass Scheiße wir selbst doch intelligent ist. sprechen. Wir selbst gibt's doch. Lass wir selbst doch Nee, ich sprechen. will ihn nicht sprechen lassen, weil er deprimiert mich noch mehr wie du jetzt gerade. Und Wolfgang Rettich dazu, das ist doch eine kranke Scheiße, das geht doch ja nicht. Immer nur Probleme, wer jetzt Probleme sehen, 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 Was sehen, denn für sehen, sehen. Probleme? Was denn für Probleme? Sag mir, nenn mir mal ein Sein Problem. Problem ist, dass das Nenn mir deutsche mal ein Volk Problem. stirbt. Nenn mir ein Ja, Problem. das ist das Problem von Wolfgang Rettich, dass das deutsche Volk stirbt, aber das Prinzip dahinter Ja, das ist ein verborgen Problem. Können wir ist. mal bei dem Problem bleiben, ja? Ein Problem. Das ist einfach nur die Lösung für ein Problem finden. Ja? Darf ich daran beteiligt sein? Versuchen wir es mal, okay? Machen wir es mal jetzt für die richtig super doofen, ja? Ja, okay. Dann sind wir beide in diesem Wenn ein Stadium Volk gerade angekommen. ausstirbt, was ist die Ursache dafür, dass ein Volk ausstirbt? Doch offensichtlich, dass es keine Kinder mehr gibt. Du weißt, dass du unsterblich bist, weil du eine Tochter hast. Also, sprichst aus Erfahrung. Gut. Du weißt das. Alles, was wir brauchen, ist eine Hoffnung. Kinderspielstube, in der Kinder geboren werden können und frei sich entfalten und aufwachsen. Und es ist gar nicht so verkehrt, dass der hier dieses Der Androgyno-Grün. ich habe schon vergessen. Androgrün. Da bricht mich nicht. Schweizer Satanik. Da bricht mich nicht, wenn ich nachdenke. Ja. Ich kann nicht nachdenken, wenn du redest. Ich kann nicht. Du redest. Blitzergeld, diese Blitzergeld-Affäre. Ja? Da geht es ja auch um diese komischen Sachen, die da passierten, aber die es in meiner Welt für meine Kinder nicht gibt. Ja? Mein Ziel ist, eine Welt zu haben, ein Umfeld zu haben, meinetwegen einen Nährboden, um es mit Petrischalen und Biochemie-Worten zu beschreiben, in dem, auf dem meine Kinder wachsen und gedeihen können. Ja. Und jetzt frag mich mal bitte, wie die Welt aussehen soll. Ecke? Ja? Soll ich die Lösung präsentieren? Du wirst mich fragen, wie die Welt aussehen soll. Ich soll dich Meine einmal eine Welt. Frage. Ich soll dich einmal eine Frage. Okay. Oh, wo sitze ich halt? Okay. Ich frage dich jetzt, wie soll die Welt aussehen, wo deine Kinder wachsen und gedeihen sollen? Eine Welt, in der es all die Probleme, worüber die Leute sprechen, nicht gibt. Der ist total bescheuert. Nee. Du hast es mal wieder richtig schön geschafft durch Wie diesen wär's denn, Abstandsmuss. was, wer ist denn dafür verantwortlich, dass ein Volk nicht ausstirbt? Sind es die Männer oder sind es die Frauen? Ja, die den Arsch nicht halten, in dem Fall nicht hinhalten, meine ich jetzt. Wer ist es?
Sind es die Männer oder sind es die Frauen? Die Männer sind riebig, aber die haben keinen Bock mehr auf Frauen. Sprich es aus! Männer haben keinen Bock mehr auf Frauen. Sprich aus, wer dafür verantwortlich ist, dass ein Volk nicht ausstirbt! Sag es! Die Männer. Fick dich, du Drecksstück Scheiße. Wieso präsentierst du mir... Fick dich, du Drecksstück Scheiße. Aus dem Grund werde ich niemals Kinder bekommen können, weil du so ein Arschloch bist. Du regst dich jetzt komplett umsonst auf, weil genau das vermute ich aber. Und deswegen sagen ja die Frauen. Aber ohne Frauen, ohne Männer kommt bei euch auch nur blaue Luft raus. Hä? Hast du kapiert, dass ihr da einmal beide zusammengehören oder was? Hä? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Das ist keine Frage, das ist einmal eine implizite Antwort. Du hast meine Frage nicht beantwortet, wer dafür sorgt, dass das Volk nicht ausstirbt. Die Männer oder die Frauen, sagen wir mal richtig korrekt in der deutschen Sprache. Oder heißt ausschließlich das andere. Willst du diese Frage beantworten? Nein, es ist nicht zu beantworten, weil beide dafür verantwortlich sind. Weil das oder dazwischen ist. Wenn die Männer nicht mehr zeugungsfähig sind, die Frauen einfach nicht mehr fähig sind, ihre... Ah. Du willst nicht anerkennen, dass Frauen Kinder gebären. Ey, du willst nicht anerkennen, dass wir unseren Schwanz reinstecken müssen, damit eure Kinder gebären. Du willst nicht anerkennen, dass Frauen wichtiger sind als Männer. Oh, genau, Demut und Demütchen. Du hast immer wieder richtig geschafft, so die volle Scheiße des Feminismus abgekackt. Mann, das ist so ein Schwachsinn. Du kannst keine Kinder kriegen, wenn ich meinen Schwanz nicht reinstecke. Wie willst du denn machen? Du wirst niemals deinen Schwanz da reinstecken! Ja, niemals! Niemals! Du niemals! Du läufst rot an und musst dich anstrengen beim Brüllen. Aber wenigstens habe ich es verstanden. Und ich will's auch nicht. Ich bin nicht bescheuert. Ich bin nicht Vollidiot. Weil wir haben ja keinen Bock mehr auf euch Frauen haben, deswegen geht die Welt zugrunde. Du wolltest natürlich sagen, aber ihr Frauen so unglaublich wichtig seid. Ohne uns Männer würdet ihr euch schon gegenseitig die Augen auskratzen, da wäre keine Frau mehr. Das machen die Frauen wegen euch, Dreckskerlen! Oh, na klar, wir sind an der ernsten Scheiße schuld, die uns um volle Füße schmiert, na klar. Scheinbar ist das immer der gleiche Schwachsinn, den wir produzieren. Beide sind dafür verantwortlich, ja nicht kapiert. Ihr Frauen einfach nur noch denken, dass wir Männer an allem schuld seid. Deswegen wollt ihr keine Kinder mehr werden. Und weil wir denken, dass ihr Frauen total schwachsinnig, aggressiv und anstrengend seid, wollen wir unseren Schwanz nicht mehr reinstecken. Weil so eine Scheiße tue ich mir als intelligenter Mann nicht an. Nur ein Mist. Ich bin auch ein intelligentes Wesen, auch wenn ich einen Schwanz habe, auch wenn ihr Feministen das nicht glaubt. Ich tue mir das nicht an. Das bestimmt nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Wolfgang, hilf mir. Wolfgang, hilf mir. Wolfgang, hilf mir. Hilf mir doch nicht. Wenn wir uns alle nur in Scheiß und Dreck wälzen, lieber und dem anderen immer die Schuld in die Schuhe schieben. Aber es scheint das System zu sein, was uns alle verblödet, verblendet oder Geld oder... Ich kapier nicht. Naja, Wolfgang ist intelligent. Hm? Wir selbst sind intelligent. Du, naja, bei dir wird es nicht so 100%, aber zumindest könnte man es behaupten. So. Aber trotzdem kommt keine Lösung raus. Weil einmal nur eine Schuldzuweisung scheiße ist. Erstmal mit Wasser trinken. Ja, die nächste Schuldzuweisung. Oh, ich piss Wasser so. Müssen mal kosten. Mann. Dass ich als Mann dich beschmutze, finde ich ja schon scheiße. Das hast du gerade eben getan. Hm? Das hast du gerade eben getan. Mit Absicht, damit es mal auffällt. Diese Scheiße mit der Problemwälzerei, die mir auf den Sack gegangen ist.
nicht mehr ertragen, diese Schuldzuweisung, Schwachsinnsmaschinerie. Rüdiger, hilf uns! Rüdiger, lehnst du nicht Kampfprinzip, du bist ja so toll! Weißt du, diesen Psychologen, diesen Andro Grün an der Backe genagelt, der ist sexlos, der ist freudlos und der ist einfach voller problembehafteten Situationen, die keine Lösung erzeugen. Das finde ich schon sehr kurz. So schön, diese Monologe, die du... Wieso ist denn so Rüdiger auch? Du immer dich selbst verfassen! Das ist so herrlich! Was will? Du willst mir jetzt was unterstellen, dass ich sozusagen mir diese Scheiße selbst einrede, dass du nicht existierst, oder was? Ja? Erzähl mir was, ja? Komm, wer ist mit einer Metapher? Mann, das ist Säufer, der labert, du Jammerlappen. Provozieren, Schuldzuweisung und genau deswegen stecke ich meinen Schwanz nicht in dich rein. Das kannst du gar nicht. Du kannst es gar nicht immer, wenn du es wolltest. Ich bin doch nicht so krank. Du stellst es nur so dar, als hättest du die Wahl, als könntest du oder ja, doch, als könntest du es und könntest verzichten. Ja, indem du Gewalt anwendest und nicht vergewaltigen würdest. Du hast nur keine Lust, mich zu vergewaltigen. Du hast keine Lust, mich totzuschlagen. Komm, sprich's aus. Sprich's aus, du hast keine Lust, mich totzuschlagen und danach zu vergewaltigen. Da hast du keine Lust drauf. Warte mal, zuerst totschlagen. Du hast keinen Bock auf Blitzergeld, hä? Mal zuerst totschlagen und dann Fellweibchen? Oder andersrum? Du würdest mich erst totschlagen und dann denkst du, oh, jetzt wo sie eh schon tot ist, dann nehme ich sie doch nochmal. Da habe ich sie wenigstens bei Fick, auch wenn sie kalt war. Ja. Naja, so schnell kühlt man nicht aus. Aber in deinem Fall wollte ich letztere fast unterstreichen. Du wirst es so. Na, da ist doch klar, Mann. Wenn du so viel Hass aufbaust, wird es doch nicht schöner. Also, wir haben das ganze Dilemma. Alles, was sie sagten, kann später gegen sie verwendet werden, denn es ist aufgezeichnet. Ja, genau, ich schlag dich einmal jetzt tot. So, öffentlich. Und alles wird aufgezeichnet. Na, ist mir schon klar, weil ich dich ja unbedingt vergewaltigen will, wenn du tot bist, oder was? Das ist eine Figur, alles, was sie sagten, kann. Gegen sie verwendet werden. Genau, hab ich aber nicht. Ja, aber immer nur gesagt, ich schlage dich nicht tot, weil ich so blöd bin. Alles, was sie sagten, kann irgendwie verwendet werden. Genau. Rechtsgrundlage, tralala. Ich werde dich nicht totschlagen, obwohl ich es manchmal wirklich bedenke, dass dann endlich Ruhe ist, vielleicht endlich diese problembehaftete Scheiße nicht mehr ist. Das wollen wir ja echt. Ich meine, du bist eine Frau. Ich bin Mädchen! Das ist krankhafter Wahn, du bist nicht mehr so jung. Das spielt keine Rolle, ich werde mal wieder jünger sein! Genau, du bist aus der Pubertät raus, oder? Das ist einfach nur krankhafte Scheiße. Mädchen bin! Komm mal rüber, Mann! Nee, ich bin nicht so blöd. Ich tu mir das nicht an, diese Scheiße. Wolfgang, hilf mir. Genau, Wolfgang. Top, over the top mit Überflug und Flugübung. Genau das. Ich bin im Freiflugverein. Ja, das ist schön. Das ist sowas von schön. Das ist eine Karte, eine Flugkarte. Und ich lebe in Gemeinschaft mit Wolfgang. Und du nicht. Und du versuchst uns offenbar gerade auseinanderzubringen, Wolfgang und mich. Ja. Und glaub weiter an deine Götter, an deine Probleme. Ich habe jetzt keinen Bock mehr.